Ein ganz, ganz wichtiges Thema hier. Und zwar, was Beziehungen mit Geld zu tun haben. Haben. Nie eine Frau gesehen, bei der Beziehungsprobleme, respektive der Beziehungsstatus, das ist ganz, ganz wichtig. Den Beziehungsstatus, den legst du selber fest, da komme ich aber nachher noch gleich drauf zurück. Aber der Beziehungsstatus nicht gekoppelt war mit ihrem finanziellen Status. Und jetzt denkst du vielleicht auch an Frauen, die reiche Ehemänner haben und wo Finanzen überhaupt kein Problem sein sollten. Aber sicher kannst du dir auch vorstellen, dass wenn der Beziehungsstatus, selbst wenn da Ehe draufsteht, aber wenn das Ehe-Beziehungskonzept sich nicht erfüllt, voll unterstützt, voll geliebt anfühlt, dann ist es völlig egal, wie viel Geld, sage ich jetzt mal, in dieser Situation der Ehemann der Frau zur Verfügung stellt. Die Frau wird immer das Gefühl haben, sie ist nicht gut genug. Die Frau wird immer das Gefühl haben, sie ist ausgeliefert an den Mann, insbesondere auch finanziell. Also, anhand dieses Beispiels habe ich hoffentlich gleich mal das Argument widerlegt und gesagt hat, ja, aber Frauen, die all erfolgreich sind im Leben und ganz viel Geld auf dem Konto haben, die haben trotzdem Probleme mit Geld und gleichzeitig Probleme mit Beziehung. Es ist immer das Gleiche und weißt du auch warum? Natürlich weißt du warum, wenn du mir schon lange folgst, weil es immer darum geht, wer bist du? Wer bist du für dich? Wie bist du für dich? Wie bist du mit dir? Wie denkst du über dich? Und genauso denkst du über Geld und genauso denkst du über Beziehung und Beziehungsstatus. Ganz genau so. Und deswegen ist es sind immer beide Bereiche im Mangel, wenn du mit dir im Mangel bist. Wenn du mit dir im Mangel bist in Bezug auf Selbstliebe und dementsprechend auch auf Selbstconfidence, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in dich, Vertrauen in das, was du möchtest, deine Wünsche, Vertrauen in deine Vorstellung, in dein Lebenskonzept, in das Vertrauen, dass du all das bist, was du dir wünschst. Auf der einen Seite. In das Vertrauen in dein Divine Design Soul Blueprint, das da ist. In dir wohnt in absoluter hundertprozentiger Erfüllung für dich, für deine Wünsche. Im Innen und im Außen. Im Innen im Sinne von einer Gefühlswelt auch, ja, die sich dann im Außen ausdrückt. Und deine Gefühlswelt kommt eben aus deiner Identität, aus deinen Ansichten, aus deinen Meinungen und aus deinen Überzeugungen. Und wenn du deine Identität eben aus dem menschlichen Konzept, aus den Beschränkungen, aus dem Materiellen, aus all diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, aus deiner Vergangenheit ziehst, dann ist da dieser Gap. Dann siehst du nicht in der Mitte, wenn du das als Leinwand deines Lebens nimmst, du das Licht bist, aus dem alles auf die Leinwand deines Lebens projiziert wird, was du denkst, was du glaubst, deine ganze Identität, all das, was du verkörperst, jetzt in diesem Moment zeigt sich auf der Leinwand deines Lebens. Und solange du das eben aus dem menschlichen Denken, aus den menschlichen Zusammenhängen, aus dem menschlichen Blueprint aus Fleisch und Blut siehst, wird sich hier in dir, wenn du dich als diese Leinwand deines Lebens betrachtest, auf die du dich selbst projizierst, wird sich dieses Leid und dieser Mangel in deinen Emotionen, in deiner Gefühlswelt ausdrücken. Du wirst spüren den Schmerz, diesen ganz, ganz großen Schmerz der Lüge. Den wirst du so, so, so krass spüren. Und zwar so lange, bis du erkennst, wo er herkommt. Bis du die Ursache dieses Schmerzes erkennst.
die Ursache in deiner Annahme, in deiner Identität aus dem Mangel heraus. Das ist dieser große, große Schmerz und der wird dir gezeigt durch Mangel an Geld und einen mangelhaften Beziehungsstatus. Einen mangelhaften Beziehungsstatus. Es ist völlig egal, was da drauf steht, ob der verheiratet steht in einer Beziehung. Es ist schwierig, gehen wir mal zum Beziehungsstatus von Facebook. Es ist völlig egal, aber es ist dein emotionaler Beziehungsstatus, worauf du dich beziehst. Ob du dich komplett siehst, ob du dich in einer kompletten, liebevollen, respektierten, angenommenen, erfüllten Beziehung befindest. Und ob der Ausdruck nach draußen einen Mann mitbringt, der sagt, dass du mit ihm verheiratet bist, dass du in einer festen Beziehung bist oder in was auch immer, ist irrelevant. Sondern in was für eine Beziehung du bist. Und du kannst nur in eine Beziehung mit einem anderen treten, die die gleiche Qualität hat wie die Beziehung mit dir selber. Diese konfidente, absolut liebende, bedingungslose Liebe heißt, ich zweifle nicht an mir. Ich zweifle nicht an meinen Wünschen. Ich zweifle nicht an meinem Divine Design Blueprint. Ich weiß, dass es da ist. Ich weiß, dass es für mich ist. Ich weiß, dass es für mich schlägt. Ich weiß das. Ich habe da keinen Zweifel dran. Und das ist alles etwas, was du alleine mit dir machst, alleine mit dir regelst, wobei die äußere Leinwand des Lebens, das, was dir im Außen gezeigt wird, immer nur dazu dient, um zu erkennen, wo deine Quelle ist, ob deine Quelle deine Ängste, deine Beschränkungen, dein menschliches Blueprint ist. Oder ob du wirklich aus der unerschöpflichen Quelle der Liebe ziehst, wo du erkennst, Liebe ist einfach alles. Ich bin komplette Liebe. Und die Liebe des Leidens ist dazu da, um mich in die Liebe meines wahrhaftigen Seins reinzupuschen. Und deswegen nehme ich so viele Leute mit auf der Reise zur Manifestation vor ihrer speziellen Person, weil die Number One spezielle Person in deinem Leben bist du. Und wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Number One, One and Only Number One speziellen Person hast, dann ist everyone you pushed out und dann hast du plötzlich einen Outpush generiert, manifestiert, einen Lebenspartner, eine Lebensliebe, einen Seelenpartner, weil der aus deiner Liebe, aus deiner Seele, aus deinem Divine Design Blueprint entstanden ist, weil du es bist und dein Outpush dir gegenübersteht und es dir zurückspiegelt. Und solange das nicht so ist, solange dein Outpush entweder nicht da ist, bedeutet es, dass du noch nicht für dich da bist, dass du noch nicht offen bist, dich wirklich zu sehen, weil du noch nicht offen bist für wirklich deinen Spiegel. Und egal, wer dein Spiegel ist, du musst dich öffnen und es kann Mutter sein, das kann Vater sein, das kann Bruder sein, das kann Freund sein, das kann eben dein Liebespartner sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese zwei Sachen, die dir den großen Schmerz bereiten, diesen großen Schmerz, diese große Angst, des nicht genug zu sein, des nicht genug zu haben, des Geldes, des in Mangel zu sein, in Notstand zu kommen oder diesen großen Schmerz nicht respektiert, geliebt, nicht anerkannt zu werden, nicht gesehen zu werden, dass dieser Schmerz geheilt wird. Das ist so wichtig. Das ist das Allerwichtigste, egal was du sonst möchtest in deinem Leben. Ob du glaubst, du brauchst mehr Kunden für dein Business, ob du glaubst, du brauchst eine bessere Karriere, ob du glaubst, dass deine Kinder problematisch sind, ob du glaubst, dass dein Körper, dein Aussehen, deine Gesundheit problematisch ist. Du musst dich angehen. Du musst erkennen, dass die einzige Lösung da drin liegt. Dass du dein Divine Design Soul Blueprint erst erkennst, annimmst, lebst, verkörperst
Und mit diesem ganzen Erkennen wirst du in Frieden kommen, mit dem ganzen menschlichen Blueprint, das da existiert, das auch Realitäten generiert. Alles generiert Realitäten. Wir sind eine einzige Realität. Und je mehr Menschen, und das findet jetzt gerade statt, je mehr Menschen erkennen, wie der Hase hier läuft auf dieser Erde, desto einfacher wird diese ganze Geschichte, weil sich unsere insgesamte Frequenz natürlich dadurch erhöht, weil die Frequenz aus dem Divine Design Soul Blueprint, die ist hoch, die ist erfüllt, die ist erfüllend, die ist voll mit Begeisterung. Aber solange meine Quelle noch diese limitierte Welt ist, unsere 3D-Welt, solange meine Quelle noch hier meine never-ending screen ist, ich sehe, was nicht gut ist, ich versuche es zu richten im Außen, solange ich diesen Prozess weiterfahre, drehe ich mich im Kreis, drehe ich mich im Schmerz, stehe ich im Schmerz, stehe ich eingesperrt in meinem Leben, wünsche mir meinen Seelenpartner, damit wir zusammen in diesem Gefängnis sitzen. Aber wenn es mein Seelenpartner ist, dann lässt er mich da nicht sitzen. Dann sitzt er nicht ganz ruhig mit mir, sondern dann triggert er mich wie die Scheiße, weil ich habe ihn generiert, damit er mich rausholt aus der Begrenzung, aus der Beengung, aus der Angst, aus meinem Kleinsein. Deswegen ist er da, deswegen triggert er mich wie die Scheiße. Und er will, dass ich in mein Design Soul Print Blueprint gehe und daraus lebe. Groß, 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 großartig. Und ich glaube, er will mich klein machen, weil er mich so triggert. Aber er triggert mich, weil er mich groß machen möchte. Und das zu erkennen, dich zu erkennen, in beiden Aspekten und Perspektiven, und zu sehen, dass dieses Zusammenspiel, das eigentlich sich anfühlt wie die absolute Hölle, wie die absolute Ich mag dich nicht, du bist nicht gut genug Geschichte, göttlich ist. Es ist das göttliche Spiel, das jeden von uns ins Absolute führen möchte, in die absolute Erfüllung, in unsere absolute Größe, in unsere absolute Konfidenz, wo kein Zweifel mehr herrscht. Und wo kein Zweifel herrscht, da herrscht eben auch keine Angst. Und der Moment, wo sich das dann ausdrückt im Außen, ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Da ist so viel mehr in der Unendlichkeit. Da ist so viel mehr Größe für dich. Da ist so viel mehr Großartiges für dich. Und ich möchte dich wirklich mitnehmen auf diese Reise, auf diese Abkürzung, auf diese krasse, krasse Abkürzung, auf diesen Lift nach oben in dein absolutes Living aus dem Divine Design Soul Blueprint, dass du erkennen kannst, was auf der Scheibe deines Lebens, was im Außen, in deiner Realität, was die von dir will, was die ganzen Menschen von dir wollen, die dir wehtun, die dir schmerzen. Was das Geld von dir will, das so schmerzhaft ist, das so unterdrückend ist, das so einsperrend ist, so einengend. Was das alles von dir will, es will von dir deine volle Größe, alles von dir. Es will alles von dir, es will dein Divine Design Soul Blueprint auf deine Art und Weise ausgedrückt in diesem Leben. In deiner allerhöchsten Schönheit, höchsten Frequenz, höchsten Erfüllung. Das will der Schmerz von dir. Das ist das Kleine, das so weh tut. Das ist der SP, der dich so ablehnt in deiner Kleinheit, der dich nicht liebt, der dich zurückführt zu dir selber, dass du in dir wachsen kannst und so groß werden kannst, wie du wirklich bist, so confident sein kannst, wie du wirklich bist. Und genau das Gleiche will das Geld von dir, dass du deinen Wert erkennst, dass du deine Confidence erkennst, dass du weißt, wer du bist und so auftrittst, so lebst, dir dessen bewusst bist, so durchs Leben gehst und dich so zeigst. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist der Lebenszweck. Deine wahre Größe, die nicht so groß ist, wie du glaubst, sondern noch viel größer. Noch so viel größer. Und du weißt,
Und das ist mein letzter Satz, bevor ich zu den Fragen komme. Du weißt, dass du nicht in deiner wahren Größe bist, wenn du noch Angst und Zweifel am Start hast. Yes. That's it. So, ihr Lieben, schaue ich hier mal in den Chat. Also, schön, 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 ihr seid alle da. Das ist das Reisekatapult ins Glücklichsein. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als glücklich sein, reich zu sein, erfüllt zu sein, stolz zu sein auf unseren Weg, stolz, dass wir hier sind, stolz, uns großartig zu fühlen, uns richtig zu fühlen, uns auf dem richtigen Weg zu führen. Darum geht's. Darum geht's. Und all das, was uns das noch nicht erlaubt, alle die Ängste, all das, wo wir noch glauben, dass es anders laufen müsste, dass wir noch irgendwelche Schritte, irgendwelche Sachen, auf irgendetwas warten müssen, ist die reinste Lüge. Es ist die reinste Lüge. Der Moment ist jetzt und jetzt wird nie anders sein. Und absolut ist das gar kein Problem, weil du hast jeden Moment wieder neu zur Verfügung. Nur relativ gesehen, für diese Lebenszeit, in dieser Verkörperung, in diesem Körper, tickt die Uhr. Tickt sie. Ist nun mal Fakt. Klar kannst du auf deine nächste Reinkarnation, auf deine nächste Verkörperung warten. Aber warum? Es ist immer wieder die gleiche Qual. Es werden die gleichen Ängste sein, denen du dich stellen musst. Es wird der gleiche Schmerz sein. Es wird die gleiche Ablehnung sein. Du musst dich immer wieder stellen dieser Sache. Also tust doch wirklich bitte jetzt. Ich habe den auf egal gestellt und mich gefragt, ob es kreativer wäre, glücklich Single zu sein. Ich fokussiere mich auf mein Leben und es geht mir in allen Belangen besser. Und besser. Absolut. Das ist alles in hundertprozentiger in Ordnung. Nur irgendwann mal wirst du wieder einsteigen, wirst du dich reinboostern, weil es ist der Wachstumsbooster pur. SP, spezielle Person, die wehtut, die schmerzt, die will mir zeigen, was bei mir noch falsch läuft, was bei mir noch klein läuft, wo meine Angst noch vorherrscht, wo mein Schmerz noch so groß ist, wo mein Angepisstsein auf die Vergangenheit mich noch einschränkt und unterdrückt. Ja, das ist so wichtig, Leute. Es ist so wichtig, dass ich erkenne, was hier gespielt wird. Warum ich leide, warum ich diesen Schmerz habe. Heute ist Ostern, das ist so genial. Die Wiederauferstehung steht bevor. Sie steht bevor. Und genau darum geht es. Und genau dahin möchte ich dich bringen, möchte ich dich motivieren. Wenn du offen bist für Begleitung, für diesen krassen, schnellen Weg, komm ins Divine Design Soul Blueprint Master Programm. Das startet am 1. Mai. Es kostet heute noch 8.000 €. Ich werde es für den Ostermontag noch einen Tag länger auf 8.000 € lassen statt 9.500. Du hast die Möglichkeit, mit mir jetzt selber drüber zu sprechen. Du hast die Möglichkeit, mit mir über deine finanziellen Möglichkeiten zu sprechen, wenn ich weiß, dass es ein Jahr ist, ein volles Jahr, dass du es durchziehst, dass du für dich gehst, werden wir einen Weg finden. Wenn du sagst, es ist genau das, was ich will, ich will jetzt die Abkürzung. Ich will jetzt die Abkürzung. Ja, und wenn ich innerlich frei bin, dann bin ich es äußerlich auch natürlich. Und du bist schon lange frei. Du weißt es nur noch nicht, weil du aus deinem menschlichen Denken, aus deinem menschlichen Programm, aus deinen beschränkten Denken, aus deinen Codes, aus deinen Zusammenhängen heraus dich selber betrachtest, das Leben betrachtest, die Funktionsweise des Lebens betrachtest. Aber dein Divine Design Soul Blueprint will von dem alles gar nichts wissen. Das sagt einfach nur die ganze Zeit, hey Lady, du bist da, du bist groß, du bist großartig, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist wunderbar. Du kannst alles haben, sei confident. Vertrau dir endlich. Steh auf, auferstehe endlich als die, die du bist. Das sagt dein Divine Design Soul Blueprint. Und das ist der Schmerz, den du so spürst, weil du weißt, dass es wahr ist, weil du weißt,
dass du nicht in Limitierungen und Einschränkungen leben sollst, weil du dich nicht klein machen sollst. Das ist so. Und wie im Innen, so im Außen. Das heißt, was du glaubst, das ist dein Innen. Da ist nichts anderes in dir drin als deine Gedanken, deine Annahmen, deine Überzeugungen. Und die zeigen sich im Außen. Und diese Annahmen, Gedanken und Überzeugungen holst du aus einer Welt der Gedanken, der Überzeugungen, der Glaubenssätze, der Annahmen, der Rückschlüsse, der Vergangenheit, der Geschichten, der Schmerzen, des Wutes, der Ablehnung, wo du eine Quelle angezapft hast, die dir im Außen genau das zeigt. Und ich möchte dich dahin führen, dass du weißt, was deine wahre Quelle ist, wer du wahrhaftig bist, aus welcher Quelle du entstanden bist, welche Identität für dich hier gedacht ist. Und diese Identität zusammen mit deiner Individualität macht deine Persönlichkeit aus, deine wahrhaftige Persönlichkeit, mit der du selbstbewusst im absoluten Selbstvertrauen hier auftrittst. Dein Leben manifestierst, deine Liebe manifestierst, deine Beziehungen manifestierst, dein Business, dein Job, dein Geld, deine finanzielle Situation manifestiert. Und da gibt es keinen Ausweg, das ist Fakt, das ist Prinzip. Und du kannst dich drehen und schlängeln und winden, so viel du möchtest. Du wirst nicht drum rumkommen, diesen Bullshit anzuschauen, der in dir herrscht. Und ihn zu transformieren, aus der Lüge in die Wahrheit zu gehen. Und das braucht Vergebung, das braucht Vertrauen, das braucht Stärke, das braucht Konsequenz, das braucht Stolz und all das braucht es. Es geht nicht anders. Placebo- und Nocebo-Effekte, Glaube versetzt Berge oder auch nicht. Der Glaube ist der Berg. So ist es. Du bist dein Glaube, du bist der Berg. Du bist dein SP, du bist dein Geld. Du bist alles. Und wenn es nicht so ist, wie es dir gefällt, dann bist du aufgerufen, dich zu verändern. Dich zu verändern. Und zwar nicht anders zu machen, auch nicht besser zu machen, sondern zu dem zu machen, was du wirklich bist. Das ist absolut. Das ist nicht relativ. Und deswegen braucht es eben auch keine Schritt-für-Schritt-Geschichte. Das ist Quantum Shift. Das ist ein Aufzug. Das ist eine Veränderung, die sofort möglich ist und die du halten musst. Das ist das Self-Management. Das ist das. Und das gebe ich dir alles mit in 3 Monaten. Divine Design Soul Blueprint Master Programm. Melde dich an für ein Gespräch bei mir. Nimm Kontakt auf, wenn du Fragen hast. Wir starten am 1. Mai. Es ist für jeden, der bereit ist, seine Scheiße anzuschauen und sie in Gold zu transformieren. Für jeden. Egal, was du willst. Willst du Geld? Willst du SP? Willst du Gesundheit? Willst du Freude? Willst du Vitalität? Egal. Da musst du hin. Da musst du anfangen. Nachher kommt alles. Es ist alles in dir. Es kommt alles aus dir heraus, wenn du diese wahrhaftige Quelle verkörperst. Fact. Das ist das Basisprogramm für alles und für alle. Alle, denen irgendwo noch was fehlt, alle, denen irgendwo was weh tut, alle, wo irgendwo noch etwas nicht stimmig ist, noch nicht harmonisch ist, für alle, die ist es. Wenn es für dich ist, sprich mit mir. Wenn es für dich ist, gibt es einen Weg, dass du dabei bist. Und es wird dich so transformieren. Und du kannst, wenn du so begeistert bist, nach 3 Monaten locker flockig dein ganzes Investment wieder zurückhaben, weil du willst, dass andere das auch kennenlernen. Und du kriegst für jede Vermittlung 20% des Preises. Sowas gab es noch nie. Sowas gab es noch nie. Ich garantiere dir absolute Zufriedenheit. Ich garantiere dir, confident genug zu sein, das weiterzuempfehlen, weil es so geil ist für dich. Und damit garantiere ich dir, dass du dein Geld, deinen Einsatz sozusagen wieder zurückbekommst, während du anderen den Weg eröffnest in die Erfüllung. That's it. Ich wüsste nicht, warum man das nicht tun soll. Warum man so ein Investment in sich selber nicht machen sollte. Keine Ahnung,
was da dagegen spricht. Sag's mir, schreib's mir in die Kommentare, schreib's mir im E-Mail. Ich bin gespannt. So, ihr Lieben, ich muss in meinen nächsten Coaching-Call. Ihr habt Futter hier in einer halben Stunde vollgeballt. Dein Leben kann sich absolut verändern. Sofort, wenn du dich anmeldest, startest du. Du kriegst mein absolutes Divine Design Mega Master Super Trooper Bundle. Das ist vollgepackt mit Sachen, die dich gleich zum Start erhöhen. Bevor wir am 1. Mai starten, hast du im April schon zu tun. Es ist so genial. Es ist absolut genial. Schreib mir, wenn du Fragen hast. Bis dann. Tschüss, tschüss.